Hallihallo, heute unser nächster Teil, unserer kleinen Serie, sowas von Serie. Linuxwelt, wir starten wie gewohnt in VirtualBox mit einer CPU. Wir hatten die oberen Betriebssysteme schon durch und jetzt sind wir bei Up2Sit 2013 01 mit KDE Lite Desktop. Da schauen wir mal drauf. Normaler Start. Up2Sit Sit. Hinweis auf den unstabilen Zweig von Debian, ne? Da ist ein Debian-System drauf. Da gibt es nicht nur den Stable-Zweig, den hatten wir letztens, sondern den unstabilen Zweig, wie wir gleich sehen werden. Ein bisschen unstabil lief es auch in meiner virtuellen Maschine, zumindest wenn ich vom Live-System aus was nachinstallieren wollte. Up2Sit. Die haben im Übrigen eben was Komisches. Griechisches immer auf ihrem Desktop, was man hier unten so sieht. Da gibt es verschiedene Übersetzungen. Ne? Also das ist, wenn ihr das mal Google-Übersetzer eingibt, na, jetzt kommt erst gleich hier automatisch das, was auf der Linux-DVD drauf ist. Wir hatten die anderen Systeme schon, die hier drauf sind. Und hier sind wir beim Debian-Testing-System. Ist das dasselbe wie Debian Unstable? Debian-Testing? Weiß ich nicht, könnt ihr kommentieren. Gut, da sind wir jetzt mittlerweile. Und wir waren bei den Griechischen hier, ne? Also erstmal Up2Sit. Sit kommt von Debian vom unstabilen Zweig und das Griechische da hinten ist irgendwie der Codename der entsprechenden Version. Und das, wenn ihr es bei Google Übersetzer mal eingibt, gibt es verschiedenste Übersetzungen dazu. Mir gefiel die griechischen Nymphen am besten, ne? Die Heres, Piden oder was weiß ich, wie die Viecher heißen. Nymphen sind immer gut. Gut, deshalb vielleicht auch Blümchen. Einstellung für Ordneransicht, Einstellung für Arbeitsfläche fände ich besser oder Einstellung für Desktop hatten wir letztens schon mal gezeigt, wie man sich da neue Hintergrundbilder runterlädt. Hier, wie gesagt, KDE Desktop, sehr schön. Gut, KDE typisch, hier die Navigation. System, wir haben hier keinen Installer mit dabei. Kein Installer, das, man geht davon aus, man macht das von der Konsole aus. Ja, System von der Konsole aus. Ist ja kein Problem. Wir können das per Terminal aktualisieren, das System, oder uns einen Installer installieren. Ich würde sagen, am wichtigsten ist sudo apt-get update. Sonst könnt ihr nämlich auch von der Konsole aus nichts installieren. Dann stimmen die Paketquellen nicht. Man sieht Debian Sit. Holt man sich aus dem Unstable-Zweig, sieht man hier die Pakete. Gut, jedenfalls können wir uns von der Konsole aus was nachinstallieren. Ihr könnt euch auch den Synaptic-Paketverwaltung nachinstallieren oder das Software-Center, das könnt ihr euch auch nachinstallieren. Aber erst nachdem ihr das hier, zumindest hier von der Live-CD aus gemacht habt. Und was ist nicht drin, ne? Gut, was ist nicht drin? Rate mal, kein E-Mail-Programm. Jedenfalls nicht standardmäßig. Wenn ihr euch ein E-Mail-Programm nachinstalliert, nachdem dieses Update hier mal so langsam durch ist, dann nehmt bitte IceDoof. Ne? IceDoof. Ne? Und wenn ihr nach Thunderbird sucht, findet ihr den nicht, sei denn über die Synaptic-Paketverwaltung. Oder ihr nehmt das Software-Center, das ihr euch auch nachinstallieren könnt. IceDoof. Gut, wir hatten gesehen, bei der Stable-Version von Debian 7 war IceDoof in der Version 10 drin. Ich habe mal geguckt, ich habe mal meine kleinen Tests durchgeführt. Hier haben wir IceDoof in der aktuellen Version 17 drin und auch IceWeasel, was nichts anderes ist als der Firefox ohne Firefox-Logo. Gut, wenn das hier irgendwann mal durch ist, dann können wir entsprechend uns zum Beispiel den IceWeasel nachinstallieren. Da warte ich gerade nochmal drauf. Gut, interessant ist, da man hier den Unstable-Zweig benutzt, haben wir hier eine Rolling-Release. So, git install. Ja, und jetzt können wir zum Beispiel nach Ize suchen, wohl wissend, dass das unter Debian kein Thunderbird und kein Firefox gibt. Tab drücken. Ja. Könnte ich jetzt hier alle 249 Möglichkeiten, sage ich nein. IceDoof wäre Thunderbird-Mail-Programm. Ja, ist nämlich keins dabei. Komischerweise, ne? IceWeasel Tab. Ne, sehen wir, gibt's, ist der Firefox. Nur, dass er nicht Firefox heißt und kein Firefox-Logo hat. Wie gesagt, dann in der Version 17. Ne.
installiert sich der. Können wir gleich mal nachgucken. Wir gehen mal auf eine andere Arbeitsfläche. Es gibt hier auch einen Installer dabei, der sieht ein bisschen anders aus als sonst. Hier den Aptosit Installer. Gut, anscheinend gibt es hier eine Art Reihenfolge. Ne? Man kann es erstmal auf einen USB-Stick installieren, man kann die Festplatte partitionieren, man kann die Zeitzone festlegen, man kann die Benutzer festlegen. Alles für die Installation dann auf die Festplatte. Ne? Gut, eigener Installer, Release Notes. Schauen wir mal. Gut, da komme ich wieder auf die Linux-Welt DVD, warum auch immer. Es gibt ein Handbuch, das ist mit auf der Platte drauf, auch schon in Deutsch, das ist ganz gut. Hier ist nochmal, worum geht's bei Aptosit, ne? Codenamen von Debian Unstable, ne? Das Sit am Ende. Und Apto heißt im Sinne von passend einrichten, ne? Kennen wir auch apt-get install, ne? Einrichten. Installer, gut, sehr schön. Paketmanager und Aktualisierung kann man sich dann alles hier so anschauen. Grundlagen, Sources, Installation von Programmpaketen. Wie installiere ich ein neues Paket, ist ja alles schon mit beschrieben. Wer das noch nicht wissen sollte, gut, der lädt dann noch so ein bisschen. Währenddessen können wir hier mal weiter forschen. Gut, Büroprogramme. Ne? Ich habe mal LibreOffice nachinstalliert, weil hier nur Ocular installiert ist. Ne? LibreOffice in der Version 4.1 ist in den Paketquellen zum Zeitpunkt dieses Videos. Also aktueller als Ubuntu. Hier ist nochmal das Handbuch. K-Calc, Clipper, K-Write. Wie gesagt, wenn einem das nicht gut genug ist und man LibreOffice nachinstallieren will, kriegt man dann LibreOffice 4.1 zum Zeitpunkt dieses Videos. Und wie gesagt, unter Internet bekommt man einen Eiswiesel. Version 17 bei Ubuntu sind wir mittlerweile bei der Version 23. Und unter Debian Stable waren wir nur bei der Version 10. Interessant war auch, dass der E-Links-Webbrowser hier mit drin ist, ne? Ein Terminal-basierter Webbrowser. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, wie man den bedient. Ne? Kann man hier so eintippen. www.google.de. Okay. Dann sieht man Google quasi im textbasierten Modus, ne? Vom Terminal aus. Interessant, warum man das mit draufgepackt hat, weiß ich nicht. Ist aber nix verkehrtes. Multimedia, K3B Brennprogramm schon mit installiert, Kaffein, K-Mix Lautstärkeregler, Hardtop, sehr gut, Moment, Hardtop Prozess Viewer. Ich stelle hier fest, dass Aptosit nur sehr wenig CPU braucht, obwohl ich hier gerade nur eine CPU zugeordnet habe, ne? Also es braucht sehr wenig Prozessorlast. Und denkt dran, ich mache gerade noch ein Video und installiere im Hintergrund auf der anderen Ebene. Normalerweise dümpelt das so bei 1% rum. Also das ist eines der schnellsten getesteten Systeme hier. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Sieht man vielleicht auch beim Systemmonitor. So, Systemlast können wir uns hier nochmal anschauen. Die anderen hatten hier fast 100% Vollausschlag, weil hier nur eine CPU zugeordnet ist. Das fand ich sehr bemerkenswert. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Ist wahrscheinlich Debian geschuldet, die sehr schöne Versionen rausbringen. Wie sieht's da hinten aus? Der ist noch am Installieren mit unserem Eiswiesel Webbrowser. Gut, wir haben natürlich eine KDE-Umgebung und haben deshalb Dolphin. Sehr schön, finde ich sehr gut, mit dem bekannten Schieberegler. Hier heißt die Arbeitsfläche auch noch Desktop. Ob das so bleibt, wenn man es dann tatsächlich installiert auf die Festplatte, kann ich nicht sagen. Ich habe es jetzt nicht auf meine Festplatte mal installiert. KDE 4.8.4 Dolphin Version 2.0. Prima Sache, sehr schöner Dateimanager, finde ich sehr gut. Nächstes, was schauen wir uns da nochmal an? Multimedia hatten wir gerade. Midnight Commander ist hier interessanterweise mit drauf. Wer vielleicht so eine Art Norton Commander als Dateimanager braucht, der kann das nutzen, schmiert hier manchmal so ein bisschen ab. Kann an der Virtualisierung legen, beim ersten Start dann einfach nochmal starten. Ne? Dann hat man die vom Norton Commander bekannte zweiseitige Navigationsmöglichkeit, dass man von einer Seite zur anderen springen kann. Ne? Die eine Seite zur anderen ist im Prinzip ein Norton Commander, der im Terminal läuft. Interessant. So, Favoriten ist Conqueror Webbrowser. Wer den Standard Webbrowser, der hier drauf ist.
nutzen will über Conqueror, ist der 484 Conqueror. So ein bisschen wie bei Knoppix, alles was so KDE basiert ist. Gut, gehen wir da mal rein. Was haben wir noch bei System? Konsole, wir hatten die Version noch nicht geguckt. Was haben wir denn für einen Kernel? Bei der Stable-Version hatten wir ein ziemlich altes Kernel. Mal gucken, was hier Aptosit zu bieten hat aus dem Unstable-Zweig. Oh, Name. NSA. Hier haben wir ein 3.9er Kernel. Ne? Bei der normalen Debian-Installation aus dem Stable-Zweig waren wir da erst bei 3.2. LSB-Release haben wir nicht, wir haben aber kapt edc os-release. Man sieht aber hier auch den Codenamen Debian 7.0 Visi, wobei sich das wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass ein Ronin-Release ist, sich immer wieder ändern kann. Gut, ich würde sagen, dieses System eignet sich gut, wer immer... Ah, das war hier noch das Ding, was ich noch machen musste. Wer nicht darauf angewiesen ist, dass es 100%ig stabil läuft und dafür ein System haben will, das immer die aktuellsten Versionen, die Debian zu bieten hat, drauf hat, der kann das hier nutzen. Also er muss also nicht warten, bis ein bestimmtes Datum erreicht ist, bis die nächste Version rauskommt. Das ist wieder ein Rolling Release. Und hier sehen wir auch schon Eiswiesel 17.08 haben wir hier drauf. Gut, mehr müssen wir da auch gar nicht sehen. Darum ging es ja, dass hier aktuelle Pakete, zumindest aktuellere, wie im Stable-Zweig drauf sind. Und wir können also ganz beruhigt jetzt das nächste Betriebssystem uns anschauen. Schönes Ding, Resümee kann man gut gebrauchen. Wer gerne Debian nutzen will, ne, aber nicht US, nein, warum nicht, kein Prism. Wer Debian gerne nutzen will, aber gerne die Pakete auf den Unstable-Zweig nutzen will, habe ich auch gelesen, die testen das vorher auch, die Unstable-Pakete, also die Aptosit-Leute, ob die halbwegs gescheit laufen, so ist es zumindest angedacht, und man kann die dann jetzt schon nutzen. Mini-Programm sperren, hinzufügen, ne, das kennen wir vom KDE-Projekt, dass wir da uns kleine Symbolchen hinzufügen können, ne, sieht man hier. Gut, ich denke, es soll dann auch erstmal wieder gut sein. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Jetzt starten wir nochmal, da gerade fertig ist, Eiswiesel, den Webbrowser. Können wir natürlich auch vom Menü aus starten, Eiswiesel Webbrowser. Gucken nochmal hier, sehr schön. Wir haben hier drin Help About Eiswiesel, den 17.08 da drin. Unter Debian Stable war der 10.0er drin, also hier ist man weit, weit voraus. Und wer nochmal wissen will, was das überhaupt so ist mit diesem komischen griechischen Namen, der kann das hier auch nochmal nachforschen. Hier ist nämlich die Klarschrift nochmal drin. Ihr könnt nachgucken bei Google oder bei Yahoo oder bei Bing, bei Amazon. Sehr gut gemacht, ne? Haben wir ja alles drin. Da könnte man es einfügen. Was heißt denn das? Man trifft dann auf verschiedenste Übersetzungen. Na, da teilweise gibt's da die Hesperiden oder wie auch immer. Hesperiden aus der griechischen Mythologie. Vielleicht sind's ja die, die dem Ding den Namen gegeben haben. Gut, also wie gesagt, nette Geschichte. Ich schalt's mal aus. Und wir schauen uns das nächste Betriebssystem an. Und tschüss.